Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Gute Laune bringt andere zum Lachen, gute Laune steckt an. Doch wenn man wieder so richtig mies drauf ist, dann helfen diese vier Tipps. Erstens, schon ein kurzer Spaziergang im Park oder in der Natur verbessert die Laune sofort. Der Stresshormonspiegel sinkt, der Blutdruck sinkt, mitten im Grün kann man sich erholen und entspannen. Forscher in England haben untersucht, welche Aktivitäten sich auf die Laune von Menschen am besten auswirkt. Eine Gruppe ging regelmäßig schwimmen, die andere traf sich im Verein, die dritte Gruppe ging spazieren. Nach 6 Wochen, die Wissenschaftler stellten fest, dass die Spaziergänge am positivsten auf die Laune und das Selbstwertgefühl der Teilnehmer hatten. Zweitens, Wasser trinken hebt die Stimmung. Viele chronisch schlecht gelaunten trinken zu wenig. Der Alltag ist oft von Hektik geprägt und viele vergessen da auch einfach das Trinken. Die Folgen sind Dehydrierung, Unruhe, Gereiztheit und Stimmungstiefs. Deshalb mehr Wasser trinken. Drittens, Vitamine für die gute Laune, zum Beispiel Vitamin D3. Es entscheidet auch über gute oder schlechte Laune. Vitamin D bekommen wir über die Sonneneinstrahlung. Deshalb sind Menschen bei gutem Wetter viel besser gelaunt als bei Regentagen. Zink. Es hilft bei der Produktion des Glückshormons Serotonin und somit extrem für die gute Laune. Der Tagesbedarf bei Männern liegt bei 15 Milligramm, Frauen bei 12 Milligramm. Gute Zinkquellen sind Haferflocken, Paranüsse und Linsen. Oder Selen. Es schützt das Nervengewebe und ist ein wichtiger Baustoff für Gehirnbotenstoffe, zum Beispiel Serotonin. Das selenreichste Lebensmittel ist die Kokosnuss. 800 Mikrogramm pro 100 Gramm. Integriere Kokosöl, Kokosmilch, Kokosmehl, Kokosmus oder Kokoswasser in deine Ernährung. Viertens, Kunst fördert die gute Laune. Wenn die gute Laune einen verlassen will, dann hilft Malen, Zeichnen oder ein handwerkliches Hobby. Dies bringt einen auf andere Gedanken und man fängt an, sich zu entspannen. Wichtig ist, auf andere Gedanken zu kommen. Wenn du eher nicht der Zeichner bist, dann hilft es, 10 Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Wer die positiven Dinge im Leben sieht, lenkt den Blick weg von dem, was nicht so positiv läuft. Ich hoffe, dir helfen meine Tipps. Wenn ja, gib dem Ganzen einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, falls du noch nicht Abonnent bist. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.